WM die Bei tollsten jedem Zuschauer. Leistung haben wir die besten Zuschauer und Genau. Käufer. Die Die allerbesten. allerbesten, die Also, treuesten und ich die würde nie ein besten. schlechtes Wort über meine Fans kommen lassen. Aus! Sagen wir so, das Wichtigste ist ja, die Technik funktioniert jetzt schon mal. Bom, 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 mein Herzschlag auch. Das ist immer das Schlimmste für mich, bis die Technik funktioniert. Ton ist da, Bild ist da, alles funktioniert. Und wenn es einmal gestartet ist, dann ist es dann ganz entspannt. Und dann hoffen wir mal, dass die Leute gut kaufen. Und dass viele zuschauen. Wir werden sehen. Es geht jetzt dann gleich los. Nur noch 12 Minuten. Sollen wir euch schon mal zeigen, was wir alles anbieten heute? Nein. Nein? Da kommen jetzt bestimmt gleich Herzl. Autsch, autsch, ich darf nicht so viel reden. Gell? Hallo Andrea. Ab jetzt sage ich. Aus dem Schwarzwald. Guck, wenn die Herzen reinkommen, sieht das so ein bisschen. Ah, okay. Das sollen wir gleich mal hier. Ich kann ein Video kurz machen. Ja, mach Schickt mal weiter kurz Herzchen. Ihr macht das genau richtig. Ich muss bloß kurz für die Technik was abfilmen. Schickt Herzchen. Ja, weiter Herzchen. Ja, so macht ihr. Super. Gib mir mehr Herzchen. Ihr macht das super. Wahrscheinlich ist dein Bildschirm kaputt. Danke. Nee, passt, alles gut. Okay. Hallo Heike. Achso, jetzt kann ich auch mal ein paar Kommentare lesen. Das ist was für euch alles. Und ich sag zu meiner Schwägerin, du leid. Die ganzen Tiere sind eigentlich unnütz. Hallo Carmen, hallo Mara. Hallo. Hat denn bei jedem die SMS-Benachrichtigung und die E-Mail-Benachrichtigung funktioniert? Ist so eine Detailinformation rande, wo mich einfach mal interessiert. Jetzt gehen wir wieder schlecht. Hallo Ellen. Na klar, Maus, mach mal ein Bild. Hallo Philipp, hallo Ellen. Solange die Ware noch so schön aussieht. Achso, Ellen hat geschrieben, mit E-Mail klappt es. Okay, super, das freut mich. Dann haben wir was. Achso, ich lege mal das Handy aus der Hand. Ja. Irgendwas Verrücktes. Wir sind das Verrückte. Wir sind das Verrückte. Wir sind Ach, das ist aber keine Säule. Gerne. Rundkommode. Oh, Bild, guck mal. Oh, was? Oh. Ah, 13,594. Mach mal nochmal ein Bild davon schnell. Bitte. Also, tust du gerade was per WhatsApp hochjagen? Nein, ich hab alles aus. Alles aus. Nee, 15. So was am Anfang, zwischendurch auch. Oh. Ja. Ach, das hat die Nummer nicht verkauft. Die hat die Nummer muss ich ändern in die 13,549. Schick's gleich mal die an. Wetterlage bei uns ist, hat am Wochenende hat tatsächlich mega viel geschneit bei uns. Mhm. Aber es war dann bei uns, wir sind ja ein bisschen tiefer im Tal und da ist seit gestern wieder alles geschmolzen. Liebe Grüße von der Sonneninsel Fehmarn. Also standet die jetzt aber in der Liebe Grüße an die Marie. Hallo an alle. Wir gucken, dass das Bild nachher wieder besser wird. Daniela schreibt, freue mich schon den ganzen Tag drauf. Jetzt ist wieder. Ja, aber auch noch nicht ganz. Entweder liegt das jetzt bloß bei uns. Seht ihr das Bild auch verpixelt? Teilweise? Jetzt, wenn ich es klein mache, ist es scharf. Schärfer auf jeden Fall. Okay. Das Highlight der Woche, schreibt Andrea. Oh, ganz viele Küsschen. Küsschen. Bei mir ist alles schwarz. Jürgen, wenn bei dir alles schwarz ist, dann einfach nochmal restarting und dann einfach kurz schließen und wieder neu starten. Oder Seite aktualisieren mit F5. Genau. Und am Handy ist Susanne, auch du, wenn du nicht siehst, einfach einmal ganz kurz auf F5 drücken, Seite neu starten. Wir haben auch noch 8 Minuten, bevor es losgeht.
Ich hab die Videos dir geschickt. Ich habe die nur vom anderen. Du bist ja in der Gruppe. Wir haben so eine witzige Gruppe. Oh, sorry. Da kommt wieder das Hohlbrot durch. bei mir jetzt. Also, dann leitest du es gleich an den beiden. Ich leite. Achso, Maus, mach schon mal. Macht ihr alle bitte das WLAN aus, bitte, an eurem Handy. Suki, der ganze Boden war gleich voll. Ich bin leicht wie eine Feder. Achso, wegen der Suki, gell? Ja, die trampelt. Geht erst um 18 Uhr los, Leute. Alles gut. Alles klar. Ich habe hier noch nie irgendwas reingeschrieben. Aber mitlesen tust du, oder? Ja. Hast du das WLAN aus? Nee, hast du nicht. Shinto! Was machst du denn? Ich lieg im Krankenhaus, kann jetzt in Ruhe shoppen. Oh, alles Gute, Wolfgang, gute Besserung. Soll ich mal was erzählen? Zwar, letztes Jahr war eine im Kreissaal und hat sich das Live-Shopping angeguckt. Ich liege in den Wehen, es geht aber einfach nicht los. Jetzt gucke ich mir eine Weile einfach eure Seite. Ich so, ich drücke den Daumen. Das war das Krasseste, was ich je gelesen habe. Ja. Dann dachte ich so, okay. Sag mal so, als ich im Kreissaal lag, habe ich andere Gedanken gehabt, außer Live-Shopping. Aber das war geil. Also Box Mittel 30 aus. Und Box Klein 20. Wisst ihr, welche Batterien die Uhr kommt? Am besten gehst du. Wer war denn das jetzt? Ellen, am besten mit der Uhr zum Uhrmacher ganz kurz gehen. Das gibt es ja beim Kaufhof oder also so. Oder 23, beim Kaufhof. Gibt's denn Galeria noch? Kaufhof heißt es, glaube ich. Horten? Da gibt es einmal so. In Merkur. Aber rein theoretisch könnt ihr einfach die Rückseite aufschrauben und dann sind so kleine Batterien drin, da kriegen wir 20 Stück für 99 Cent ab und zu bei irgendwelchen Plattformen. Total verpixelt, nichts zu erkennen. Ja, wir arbeiten gerade dran. Ich weiß jetzt. Böse Jürgen! Ist gerade wieder besser. Okay. Gibt schon einen ersten Blick auf den Tisch. Gleich, Gabi. Gedulde dich noch 5 Minuten, dann geht's los. Ah, da räumt schon mal was ab vom Tisch. Da räumt wieder einer ab. Achso, nein. Sind die Traumfänger dabei? Chiara, also die Traumfänger findest du im Online-Shop. Da haben wir die drin. Kann nur die Stimmen hören, sehen nichts. Ja, wir haben momentan, läuft unser Stream noch nicht. Also Bilder solltet ihr das sehen. Das sind einfach nur, ich habe bei Google eingegeben, Return King, und dann kamen diese Bilder. Und habe das einfach mal im Screenshot davon gemacht. Dass es so langweilig ist, weil ganz neu, man braucht jetzt keine Kundennummer mehr, einfach einloggen mit E-Mail-Adresse und Namen und es funktioniert trotzdem und ihr kriegt heute zum ersten Mal nach jedem Warenkorb, den ihr abgeschlossen habt, eine E-Mail mit einer Bestätigung, was ihr gekauft habt. Darf ich nicht verraten? Und jetzt ich was, doch schon, jetzt habe ich was verraten. Wir sehen dich doch. Noch 4 Minuten. Wir wollen den Ingo sehen. 4 Minuten, Andrea. 4 Minuten, ja. Countdown läuft. Also, von der Heizung aus? Ja. Oh, Markus Krieger, dann schreib mir bitte eine Nachricht, wenn du noch nichts bekommen hast. Melde dich einfach, weil alle Bestellungen, alle Aufträge sind rausgegangen. Hast du Schweißgeräte noch da? 33, bitte. Wir hatten ja 2 Schweißgeräte. Ist doch da. Okay, schauen wir unten nach. Ach übrigens, also ich darf gar nichts sagen. Warum darf ich nicht sagen? Also, weil wir nur auf die Sache reagieren. Achso, wir reagieren nur. Okay. Noch 3 Minuten. Warum hat der Markus 5 Mails bekommen? 5 Mails? Vielleicht hat er sich mehrfach angemeldet. Das würde nämlich auch erklären, warum mir in den E-Mail-Adressen zeigt er mir an 3.364. Aber im Stage selber zeigt ihr mir nur 3030 könnte oder so. Vielleicht auch da. Vielleicht sind es doppelte E-Mails. Also eigentlich kommt nur eine einen Tag vorher, eine Stunde vorher und 10 Minuten vorher, glaube ich. Und bei der SMS haben wir es einen Tag vorher und 10 Minuten vorher. Ja, das ist nur einmal angemeldet. Müssen wir mal schauen. Kannst du uns aber auch gerne, Marco, eine Nachricht nochmal schreiben, privat? Mit deiner E-Mail-Adresse. Und dann schauen wir uns das gerne mal an. Genau. Wenn es doppelt drin sein sollte, dann kann ich es einmal rauslöschen oder zweimal. Und was gibt es heute alles, Andreas? Ganz viele tolle Sachen. Wie immer. Das freut mich, Gabi, dass der Weihnachtsbaum deinen Eltern gefällt.
und du sie glücklich machen konntest damit. Das ist sehr schön. Oh, danke, Ralf. Ganz viele Herzchen an dich. Ich würde gerne welche schicken, aber ich kann nicht. Ganz viele Herzchen an euch. Yeah, ganz viele Herzchen für Ralf. Weil es Bild klein ist. Das ist jetzt 83 Euro. Das was? Noch zwei Minuten. Gummibärchen für die Jessie. Noch zwei Minuten, dann geht's los. Dagmar, Schuhe. Schuhe hatten wir tatsächlich am Freitag letzte Woche. Hatten wir so ein mega geiles Event. Das war so der Oberknaller. Ich habe heute Morgen nochmal drüber nachgedacht. Nochmal die E-Mail-Scheibe abschließen. 10 Jahre Geschäftstätigkeit, das wird beenden. Absolut. Machen wir demnächst mal wieder, weil das sehr gut angekommen ist. Mit dem Herrn Gürlein darf man die kann man bestellen. Sergej, du kannst oben, schreibe ich so. Siehst du das Produkt, jetzt in dem Fall gerade die Autogrammkarte, ja, die kannst du dann auf den Einkaufswagen klicken und dann landet das automatisch in deinem Warenkorb und dann kannst du den Warenkorb anklicken und dann direkt die Bestellung abschließen und dann gehört er dir. Ja, noch eine Minute. Und dann nehme ich alles für 5%. Posten kriegt der Daniel für 7%. Wie gut, dass mein Männer arbeiten ist. Ich kann zuschlagen. Hoffe, wird nicht zu teuer heute. Lol. Und das ist der Unterhaltsvorsatz, den wir die Limousine rauspicken. Und Sabrina, ich liebe meine Schuhe. Mua. Ja, jetzt auch ein schönes Paar Schuhe. Aber ich habe Angst, dass sie wirklich sagen, ich kann es wieder haben. So, komm, klick drauf. Gib 28 Sekunden. Gib den Leuten ein Bild. Jetzt ein Wo Bild. Ist denn der Ingo? Ich bin ja nicht alleine da, oder? Wo ist denn der Ingo? Der meldet sich schon wieder. Nichts mehr. Da ist er ja. Und hat natürlich die Hälfte hier vergessen. Ah, jetzt. Hallo. Hallo, Maus. Hallo, ihr Lieben. Schön fürs Einschalten. Vielen Dank. Haben wir schon 18 Uhr? Können wir schon alles sagen? Achso, darf ich jetzt? Herzlich willkommen. Nein, ganz, ganz toll, dass ihr alle wieder eingeschalten habt. Wir haben, wie versprochen, heute ein Special Guest, drei an der Zahl sogar. Wenn ich da ganz kurz mal vorstellen darf, dürfen einmal kurz durchs Bild. Oh, ich möchte gar nicht. Und hier also, ist Vox. Vox. Woo! So, auf. Diese drei lieben Menschen begleiten uns heute den ganzen Abend und werden filmen, was wir so hinter der Kamera tun, dass ihr auch mal einen Einblick davon habt, nicht nur das, was die Jessie uns immer aufnimmt. Und auch hier nochmal, ich habe mich nämlich letztes Mal total vergessen, bei Jessie zu bedanken, hiermit ein ganz offizielles 1000-mal Danke an meine beste Schwägerin der Welt. Die macht so einen mega tollen Job. Ohne die wären wir komplett aufgeschmissen. Mua. Wir lieben dich. So, und jetzt, da hinten sind ganz viele tolle Sachen. Und der Ingo ist schon so nervös. Nein, Technik funktioniert. Ich bin total entspannt. Ich mache heute auch ganz langsam. Ja, ganz so langsam machen, okay, ne? Weil wir haben noch 2 Gas. Stunden. Genau. Ich und ich gehe jetzt hinter die Kamera und werde mich wieder meinem Job widmen. Und du? Ich tue das, was ich am besten kann. Genau. Blödsinn reden. Ja. So. Wir fangen mit was ganz Günstigem an. Das ist die 4398. Das sind noch Restbestände. Und zwar für 1 Euro biete ich euch heute an, ein Rasiermesser für Männer. Es sind nur 3 Stück da. Das ist ein ziemlich gefährliches Produkt. Sollte man nicht so viel Kaffee getrunken haben, so wie ich zum Beispiel. Und dann haben wir hier ein Rasiermesser, mit dem man sich dann selber rasieren kann. Maus ist schon oben drin? Ja, 3 Stück, okay. 1 Euro. 3 Stück, also Restbestände für 1 Euro hier. So ein schönes Rasiermesser. 1 Euro. So sieht das Ganze hier aus. Und nur noch 1. Nur noch 1, dann brauche ich auch nicht mehr so viel reden, dann tun wir das nämlich gleich wieder weg. Das war jetzt einfach bloß, dass ihr mal kennenlernt, wie das hier bei uns funktioniert. Oben haben wir einen Warenkorb, da werden die Produkte angezeigt. Dann und verkauft. Da müsst ihr nur draufklicken, Produkte in den Warenkorb legen und dann habt ihr hier auf der rechten Seite habt ihr den Warenkorb und dann müsst ihr dann die Bestellung einfach bitte abschließen. Ihr dürft nicht den Warenkorb sammeln. Wir versenden ab 50 Euro Versandkosten frei, drunter sind 5,95 Euro. Und keine Live-Shoppings werden zusammen versendet. Ach, ganz das wichtig, heißt, ja, wir haben wir nicht haben den Platz. So, dann haben wir jetzt hier den 43. Wer ein Standbild hat, einmal ganz kurz aktualisieren. Oh, hier raus. Hi! Da ist sie. Ja. Weil mein Chat läuft auch nicht weiter. Jessie, hast du?
Hat jemand einen Standstill? Kannst du bitte wieder umschalten? Wieso? Weil ich. Ja, weil hast du jetzt nicht umgewendet von 30. Ah ja, doch, da geht mein Chat. Bitte neu laden, genau, StageMist schreibt es. Einfach bitte neu laden. Okay. Also, 43,56 haben wir hier drei USB-Kabel mit Micro-USB, 1,2 Meter, drei Stück für 5 Euro. Nee, aber das ist mein Monat. Dauert nur noch kurz. Kann man heutzutage bei allen Geräten eigentlich benutzen? USB auf USB Micro, sämtliche Handys, alle Webcams. Oh Gott, was weiß ich, Powerbanks kann man damit laden? So, kommt gleich oben rein. Ja, das darf ich natürlich jetzt ist oben drin. Okay, drei Kabel für Stück, 5 Euro. Haben wir hier. Ganz normal. 34 Stück haben wir davon da. Ja. Ein Aoki, Dreierpack. 1,2 Meter. So sehen die hier aus. Ralf schreibt, wenn ich könnte, würde ich euch knuddeln. Würde ich auch. Ganz viele Hacks. So. Okay, wir machen dann gleich weiter mit dem nächsten Produkt. Wir machen genau, Susanne, ganz genau. Wenn du was haben möchtest, sofort auf den Warenkorb oben draufklicken, rechts in den Warenkorb rein und sofort abschließen die Bestellung. Okay. Wir machen heute alles ein bisschen durcheinander. Wir haben ein bisschen Spielzeug, ein bisschen Haushalt, ein bisschen Technik, ein bisschen Werkzeug, ein bisschen Deko. Darum mache ich heute alles durcheinander, dass sich keiner langweilen muss. Und da geht es weiter mit der 4322. Das ist hier eine Taube mit einer Krone. Für 4 Euro ist ein Einzelstück, haben wir hier beim Aufräumen im Büro gefunden. 4,6, 9,5, 2,9. Aber nur eins kostet 4 Euro. 4 Euro, Einzelstück. Wir haben heute viele Schnäppchen für euch zusammengetragen. Wir räumen das ganze Büro auf. Eigentlich sollte man mal einen Schwenk machen mit der Kamera, wie es hier aussieht. Hier hat es noch nie, ich schwör's euch, so ordentlich ausgesehen. So. Wir sind sowas von produktiv 2023. Das kann wirklich das was werden. Genau. Verkauf! Okay, sehr schön. Wir machen weiter mit dem nächsten Dekoartikel. Das ist ein Kaktus. Den kann man seiner Schwiegermutter schenken. Das ist die 4323. Auch ein Einzelstück für, habe ich keinen Preis mehr aus. Kaktus. Aber das ist so ein typischer Kaktus, wie man es aus jedem Western kennt. Der steht da in der Wüste. 3 Euro. 3 Euro kostet er nur. Auch ein Einzelstück. Mausi, sagst du mir Bescheid, wenn der hübsche Kaktus weg ist? 3, 2, 1. Nicht verkauft? Verkauft. Also doch verkauft. Okay, super. Wir machen weiter. Was haben wir denn hier? Und für Kinder haben wir die 4337. Das ist ein Holz. Schwert für Kinder oder ein Dekoschwert. Da kann man, wenn man will, mit dem Lötkolben einen Namen reingravieren oder auch nicht. Haben wir 7 Mal. Weiß ich, das ist mein Geheimnis. 6 Euro. 6 Euro für dieses. Ja, 6 Euro. Okay. Ich weiß es nicht, meine Frau hat es mir nicht draufgeschrieben. 6 Euro für dieses Holzschwert. Da kann man, wenn man will, einen Namen draufschreiben, draufschnitzen. Ich brauche jetzt mein Werkzeug. Wo ist mein wichtigstes Werkzeug? Ich komme gleich wieder. Allerwichtigste Werkzeug. Das ist die Woche schon kaputt gegangen. Achso, ja, ich habe heute schon eins zerstört. Was sagt ihr denn eigentlich zu meinem neuen Banner? live.retourenfunk.de. Das ist riesig. Herzchen. Ich freue mich auch ganz arg drüber. Das Schwert hat eine Länge von 44 cm. Für 6 Euro ein Holzschwert zum Dekorieren und oder Verschönern und weiter verschenken. Für Kindergeburtstage, wenn man Ritter spielen möchte oder... Wenn man seine Frau holen möchte. Nein, das natürlich nicht. Wenn man seine Frau abstechen möchte. Fällen. Auch nicht. Auch nicht. Also haben wir hier, wie viel haben wir noch? 7 Stück? 7 Stück immer sieben noch. Stück. Okay, alles klar, leg ich mal. Voll cool, der Banner schreibt die Angelika. Ja, super. Noch 6 Stück. Noch 6 Stück. Super. Jetzt machen wir weiter mit meinen heißgeliebten Ohrringen. Das sind die Ohrringe mit der Nummer 3374. Ich finde sie nach wie vor schön. Sie kosten nur 6 Euro. Das sind hier so Art Edelweiß mit einer Perle mit dabei. 9,25 Silber. Sehr schöne Ohrringe. Ja, mein Schatz. Meine Frau gibt mir wieder Anweisungen. Ohne die funktioniere ich überhaupt gar nicht. So. Für Stuttgart Vampire wäre das Schwert was. Siehst du? Sag ich dir. So, wie soll ich das jetzt hier machen? So macht man das im Teleshopping. Ja, und jetzt ruhig halten. Ja, ruhig das kann halten. Ich habe ungefähr 344. Ans Ohr hängen oder so, Hase, genau. Achso, an mein Ohr. Ich habe 344 Karten. Sie sind schon einmal eins verkauft, Hase. Ha? Ja. Super. Ans Ohrläppchen. Klasse. So, passt das so? Sind natürlich 2 Stück. 9,25er Silber. Für Allergiker geeignet. Es sei denn, man ist gegen Silber allergisch natürlich.
kommt daher in einem schicken Schmuckkästle. Ja. Für 6 Euro können wir nichts falsch machen, oder? Ja. Robotermäßig, also bei mir läuft es gerade. Hinten! So. Ich okay. weiß es nicht. Ja. So, Ohrringe. Ups. So. Okay, wir machen weiter mit einem Kinderprodukt. Und zwar Schnapper für 1 Euro, 43,96 für ein Lego Technik, ein Einzelstück. Glaube ich zumindest. Ja. Einmal 1 Euro. Oh, jetzt müsst ihr schnell sein. Jetzt, ja. jetzt müsst ja, ihr müsst aufpassen. Sein. Das Live-Shopping läuft ja auch unter dem Motto, wir räumen unser Büro auf. Und 3, 2, 1, verkauft. So, sehr schön. Wir machen weiter. Kennt ihr die Bad Taste Beers? Bad Taste Beers. Die kosten zwischen, was hast du gesagt, was kosten die? Zwischen, ja, es gibt gebraucht ja schon 10 Euro, 15 Euro, ja. aber bis zu 150 Euro, je nach Sammelmodell. Okay, da haben wir hier das Modell mit dem Bärle, wo ein Rock hebt. Snow White. Das ist die Dornröschen. Das ist die 42,90 und wir wollen nur 5 Euro dafür. Den kann man super weiter verschenken oder selber sammeln. Wir zeigen nachher noch ein paar andere Motive. Das ist jetzt das Motiv, der Bär, der den Snow Rock White. Hält. Aber ich finde, die tust mal ein bisschen so drin. Das sind 3D, dass man das mal so ein bisschen sieht. Die sind so knuffig. Ja gut, die waren vor ein paar Jahren, waren sie die absolute Renner. Ich weiß nicht, ob es noch welche Leute gibt, die überhaupt kennen und sammeln. Wir haben die tatsächlich vom Sammler bekommen. Der Schneewittchen, da ja genau. Schneewittchen, ja, Entschuldigung. Oh Mann, Holbrot. Holbrot, okay. Gut, also haben wir da Resonanz. Noch 7 Stück. Noch 7 Stück, wie viel waren es denn? 8. Okay, also Schneewittchen hier für 5 Euro. Schneewittchen, die das Röckchen hebt. Ja, genau. Was haben wir denn für eine Höhe? Ja. Der Bad Taste Beer ist hoch ca. 10 cm. Die kann man immer noch kaufen und sammeln. Von Diamond Painting haben wir heute auch was, natürlich. Ja. Okay, kommen wir gleich dazu. Wir machen weiter. Dann haben wir einmal die 43,53, das sind original verpackte Bluetooth-Kopfhörer von Aukey für 10 Euro. Haben wir noch 2 Stück? Haben wir noch 2 Stück. So sehen die aus. Ich hole sie raus. Nicole, wenn du kein Bild hast, einmal die Seite aktualisieren, dann müsste es wieder gehen. So. So. Also die kommen daher in so einer schicken schwarzen Schatulle. Juwelkerzen gibt es beim Alvin, die gibt es bei uns nicht. Sorry. Falscher Stream. Kopfhörer sind ausverkauft. Achso, sorry, da brauche ich sie gerade auspacken. Gut, also dann machen wir weiter. Wir haben nochmal bei uns rumgekruscht und haben nochmal Feuerzeuge gefunden. Das ist die 43,19 für 6 Euro. 43,19 für 6 Euro. Das ist hier ein Messer im Zippo-Style mit einer Doppel-Jet-Düse, Sturmfeuerzeug. Kann man mit Gas füllen für 6 Euro. Absolut praktisches Teil. Auf Fuerteventura sehr zu empfehlen. Man kann die Flammenhöhe natürlich einstellen. Ihr findet die Feuerzeuge auch bei uns im Online-Shop oder jetzt hier im Live-Shopping für 6 Euro das Stück. So. Dann haben wir die 42,63. Zu schnell, aber ist egal. Dann haben wir hier eine Box voll mit Lego, circa, ich würde mal sagen, ein Kilo. Da wollen wir 15 Euro dafür. Es sind verschiedene Teile für Fahrzeugbau. Lego, so der Art wieder. Platten, dann ist ein Boot mit dabei. Verschiedene Bausätze. Hier nochmal ein Raupenfahrzeug. Nochmal ein Boot. Also eine tolle Kiste, wo man schöne Fahrzeuge bauen kann. Von Lego für 15 Euro. Verkauft. Anglerstuhl haben wir heute keinen. Das Live geht heute bis 20 Uhr. So lange hat der Babysitter Zeit. Ich habe hier die 43,88. Das sind hier diese Bubbles. Onis. Wie heißen die? Onis. Für 2 Euro. Einzelstück. Was steht da? 2 oder 3 Euro? 2 Euro steht da. Onis für 2 Euro. Verkauft. Dann haben wir nochmal Dekoartikel, die 43,70 für einen absoluten Schnapperpreis. Und zwar ist das hier, ist das ein Elch oder ein Rentier? Ist ein Elch, gell? Oder ist das ein Hirsch? Ein Elch. Ein Elch? Für 2 Euro hier der Wackelelch.
Schon oben drin was? Ja. Schon verkauft? Nein. Ja, für 2 Euro der Wackelelch? Nein. Ja, jetzt. Okay. So. So, wir machen weiter mit einem Puzzle für Mädchen ab 5 Jahre aufwärts, die 4314 für 5 Euro. Ein 100-teiliges Puzzle mit einem, ist das ein Einhorn hier? Ja, haben wir 24 Stück für 5 Euro, nagelneu. Ab 5 Jahre. Ja, was ist ein Puzzle? Weiß denn ich? Schöne Farben, Mensch, ein tolles Ding. Ah ja, das Motiv ist ein Einhorn, ist ja absolut für Mädchen geeignet. Ich finde es auch toll. 100 Teile hat es auf jeden Fall, 5 Euro und ab 5 Jahre plus. Super Motiv. Noch 18 Stück. Maus, was soll ich da noch großartig sagen? Ein schönes Motiv auf jeden Fall. Ostern kommt auf jeden Fall. Oder andere Familienfeste. Für 5 Euro kann man auf jeden Fall einen Schnapper machen. Puzzle, wunderschönes. Ist was für meinen Mann, das Puzzle. Siehst du? Also, der Thorsten hat schon was für seinen Mann gefunden. Okay, das freut mich. Ja, ich noch meine, 15 Stück. Also, ich halte es trotzdem mal ein bisschen in die Kamera. Es ist auf jeden Fall hier so ein Einhorn, das auf dem Regenbogen galoppiert. Ein sehr schönes Motiv auf jeden Fall. Wenn man Regenbögen, Einhorn und Rosa mag. Noch 10. Ah. Ja. Also ich finde das Puzzle toll. Habt ihr heute was für Hunde und Katzen? Nein. Nein, tatsächlich nicht für Hunde und Katzen. So, was soll man dazu noch sagen? Für Kinder unter 3 Jahren und nicht zum Essen geeignet. Okay, noch 8 Stück. Okay, also ich muss mal auf die Seite stellen, mach trotzdem mal weiter. Was haben wir denn noch? Nochmal ein Dekoartikel für 8 Euro, die 42,99. Auch ein Einzelstück. Ist das jetzt, was ist denn das für ein Tiermaus? Ja, also da gibt es doch, wie heißen die denn bei... Mauzi? Nee, die, ach, das ist doof. Wie heißt der? Der Hein Blöd. Der Hein Blöd, genau. So sieht er aus so, wie ja, Hein Blöd. Das ist aber ein Bär. Oder? Ist das ein Bär? Also wir haben hier auf jeden Fall ein Blumengesteck. Der Alexander fragt, was kosten die Versandkosten? Die Versandkosten kosten bis 50 Euro, nur 5,95 Euro. Ab 50 Euro ist versandkostenfrei. Und hier haben wir einen Pizzateller noch. Die 43,83 für 5 Euro. Ein wunderschöner Pizzateller. Auch ein Einzelstück. Ist übrig geblieben beim letzten Live-Shopping. Pizzateller für 5 Euro, Durchmesser. Ganz wichtig beim Pizzateller, dass man weiß, welche Pizza man bestellen darf. Mit 31 cm Durchmesser. Ein wunderschöner Pizzateller. Darf in keinem Single-Haushalt fehlen und verkauft. Sehr schön. So, was auch nicht fehlen darf in so einem Single-Haushalt, ist, glaube ich, auch ein Einzelstück. Steht 43,82 auch für 5 Euro. Maus, du ruinierst mich ja. Du hättest nicht alles für 5 Euro raus. Du wolltest Schnäppchenpreise machen. Ja, für unsere Kunden natürlich nur das Beste, ja. Aber 5 Euro, da hätten wir heute noch ein paar Euro drauflegen. Wunderschönes Messerset, 5 Messer, unendlich viele Möglichkeiten. Spülmaschinen geeignet, Edelstahl, Rhombus-Design. Zum Schneiden von Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse und viel mehr. Fünfteilig, extra gehärtetes, leichtes Edelstahlding für scharfes und präzises Schneiden. Antihaftwirkung durch Rhombus-Design. Verkauft. Dann haben wir ein Besteck, die 43,31 für 15 Euro. 24-teiliges Besteck von Bachmeier. Quality Control in Germany. Stainless Steel haben wir hier, Spülmaschinen geeignet. So sieht das Besteck hier aus. Wir haben Messer natürlich mit dabei, Gabeln dabei, Teelöffel und den großen Löffel. Das haben wir 40 Mal am Lager. Wow, okay. Dann kann ich es ja auch mal auspacken, oder? Da kann ich mal in Ruhe was drüber erzählen. Genau. Ganz wichtig ist mir eigentlich bei so Besteck, dass es keine scharfe Kanten hat, dass es gut in der Hand liegt. Oh, das ist aber gut eingepackt hier. Und ich kann schon mal berichten, die Kanten sind schön poliert, nicht scharfkantig. Ich kann das nämlich nicht leiden, wenn es da so Abdrücke in den Händen gibt. Kann sie nur noch... So. Grüße an alle. Das mit der Bestellung ist super. Wie ist mit der direkten E-Mail nach Bestellung mit dem gesamten Preis gezeigt wird. Super. Okay, es ist halt jedes Mal nur der einzelne Warenkorb. Also so sieht das ganze Set aus. Sehr schlichtes Design, aber es liegt gut in der Hand, fühlt sich sehr wertig an und die Kanten sind schön poliert. Spülmaschinen geeignet. 24-teiliges Set für, was hast du für einen Preis gemacht? 15 Euro. 15 Euro. Noch 35 Stück sind da. Das ist doch viel zu günstig. Also wer irgendwo ein Gartenhäuschen hat oder so. Oder also regulär kostet das
Grad, wenn man es draußen kauft, 39,95. Und warum bieten wir das so günstig an? Weil wir haben uns doch voll kalkuliert, oder? Also, so sieht es hier aus. Keine Kuchengabeln dabei. Nein, die sind nicht dabei tatsächlich. Ganz selten, ja, aber das ist schon das, was man Tagesbedarf eigentlich braucht, oder? Es sind schon 36 teilig mit den Kuchengabeln wahrscheinlich, ja? Schätzungsweise. So, tue ich mal auf die Seite. Soll ich mal hier. Dann haben wir von Navarez die 4404. Und zwar ist es eine gusseiserne Pfanne mit 30 cm Durchmesser. Mehrfachartikel geschreibt, dann ein bisschen länger. Ich war jetzt gleich aber alles voll. So. Eine richtig schöne, schwere gusseiserne Pfanne habe ich hier. Unbenutzt. Von Navarez mit 30 cm Durchmesser. Da kann man richtig schön seine Steaks drin braten, weil die die Hitze weitergibt. Für alle Herdarten geeignet. Das Besteckset hat wie viele Teile? 24 Teile. Vier Gabeln. Habe es nicht verstanden. Die hat es nicht verstanden. Also, dann erzähl mal noch ein bisschen was. Pfanne ist verkauft. Also, vier Messer, vier Gabel, vier Löffel und vier Kaffeelöffel. Ganz wichtig für einen Vier-Personen-Haushalt. Wobei ich korrigiere mich, es sind 6 Gabeln, 6 Messer, 6 Löffel und 6 Kaffeelöffel. Wer rechnet, ist klar im Vorteil. Dann. So. Ihr Kind war zu laut. Nein, der Ingo hat wahrscheinlich zu leise oder zu schnell. Genau, ich habe es jetzt zweimal gesagt oder dreimal, 24 Teile. Auf dem Kabel steht. Könnt ihr das Einhundpuzzle bitte nochmal zeigen? Ja, selbstverständlich, Doris, kleinen Moment. Achtung, jetzt kommt hier dieser ominöse Arm von der Seite. Also ich bin noch zu sehen. So sieht das Puzzle hier aus. Wir haben hier das Einhorn auf dem Regenbogen reitend in der Farbe rosa. Nur noch 8 Stück da. Wir hatten mal 20, glaube ich. Irgendwie waren es viele, ja. Okay, so sieht es jedenfalls aus. 100 Teile ab 5 Jahre aufwärts kann das Kind das vielleicht auch lösen. Aus hochqualitativem Material schreiben die hier. 100% recycelbar. So. Gut. Das Besteck, ist das Spülmaschinen geeignet? Ja, das Besteck ist Spülmaschinen geeignet. Also, ja, ist geeignet. Und es ist aus Edelstahl, schreiben die hier. Stella, ob wir Waffeleisen mit mehreren Einsätzen haben? Wir haben einen Sandwichmaker, der auch waffeln kann. Ja, aha, haben wir. Zeige ich gleich am liebsten. So, also, Besteck habe ich gezeigt. Und die Ohrringe möchten bitte nochmal gezeigt werden. Auch sehr gerne. Das sind die hier. Und ich zeige es jetzt so, wie das meine Frau von mir verlangt. Vielleicht. Wahnsinn, Hase. Am Ohrläpp, aber ich bin zu weit weg. Heiß. Also jetzt. Leute, also jetzt müsst ihr kaufen. Jetzt. Kennt ihr das, wenn sich einer über euch lustig macht und so richtig. Nein, du kannst echt alles tragen. Dir steht's halt einfach. Ach ja, genau. Auch ein Einhornpussy, gell? Ich hab schon eins auf die Seite gelegt für mich. Auch du kannst damit spielen. Ja. Heute keine Detailkameras? Doch, liebe Sonja, selbstverständlich. Moment, aber da. Ingo hat nur auf die Frage gewartet. Du hast unordentlich wie immer. Nein, das Problem ist, dass jemand hier in meiner Kamera, glaube ich, rumgespielt hat. Ich weiß nicht, ich habe alles ordentlich vorbereitet gehabt und jetzt sieht es wieder so aus wie immer. Mein Schwert. Da haben wir hier nochmal den Bad Taste Beer unten. Ja, da haben wir nur noch 5 Stück da für 5 Euro. Das ist das Schneewittchen, die das Röckchen hebt. Dann haben wir die Kopfhörer von Kabel, die Kabel von Auki. Noch 32 Stück auch für Euro. Feuerzeug für 6 Euro. Da haben wir noch 18 Stück da. Und das Puzzle und das Besteck. Und nicht vergessen das Schwert, das Holzschwert. Genau. Hat noch keiner das Holzschwert gekauft? Einer. Einer. Schade. Schade, erst einer. So, okay, dann machen wir weiter. Und zwar habe ich gerade gehört, Sandwich Maker. Ab jetzt ist Ingo die Inga. Der sagt wer? Schalt dir mal den Namen auf dem Haus. Christina. Was, Justina? Christina. Ah, siehst du? Und schon gehen die Ohrringe weg. Schau mal, ob ich sie gezeigt nochmal. Ja. Okay. Achso, ich mache mal mein Detailbild mache ich hier wieder weg. So, dann haben wir hier meinen wunderschönen Sandwich Maker mit der Nummer 3384. Für schlappe 22 Euro.
Und das Coole an dem Ding ist, ich sage es immer wieder, ich habe mir schon zwei, dreimal gezeigt, habe ihn auch nochmal nachbestellt, weil ihr unbedingt wolltet. Der hat mehrere Einsätze. Und zwar kann man die Einsätze einzeln rausnehmen. Einmal der Standard-Sandwich-Einsatz, der hier. Dann haben wir natürlich die viereckige Waffel-Einsatz. Das ist der hier. Lecker. Und man kann mit diesem Gerät auch, wo ist es denn? Kann schon fliegen, die fliegen. Moment, ich habe das hier eingebaut. So, so sieht es hier aus, das Gerät selber. Aktuell sind die Platten drin, um sich beispielsweise ein Steak oder ein Fleischküchle oder ein Burger zu grillen. Mit dem typischen Röstaromen. Und die kann man ganz einfach rausnehmen, diese Platten hier. Einfach knipsen, dann kann man die Platte rausnehmen und kann sie in die Spülmaschine stellen zum Reinigen. Und dann kann man einfach wechseln, hat man drei Geräte in einem für 22 Euro. Absoluter Schnapper. Das Gerät hat meiner Meinung nach unendlich viel Watt. Nein, hat es nicht, aber ich finde jetzt gerade die Angabe nicht. So, das Gerät hat 750 Watt, das heißt, das Ding heizt blitzschnell auf und blitzschnell kann man auch seine Waffel dann genießen. Hey, wie heißen die Flitzer? Das sind die Flitzer. Die Flitzer, die da, aber die haben meistens keinen, die sind auch oberkörperfrei. Ja, oder? Hase. Ach so. Wer will denn das jetzt sehen? Stella, danke schön, gekauft. Okay. Oh, nee, jetzt kommt Herzchen, oh Gott. Hört doch auf. Ja, was, wegen dem T-Shirt die Flitzer? Okay, also Sandwich Maker für 22 Euro, 750 Watt, drei verschiedene Einsätze, alle Spülmaschinen geeignet, leichte Reinigung, drei verschiedene Produkte zum Zubereiten. Heike, StageMe guckt sich das gerade im Hintergrund mit an, den Chat, warum du nicht kaufen kannst. Vielleicht kriegst du auch gleich eine Antwort von denen. Was kannst du denn kaufen? Wann kommen denn die Diamond Paintings? Meine Tochter ist schon ganz aufgeregt. Die Heike schreibt, sie kann nicht bestellen, es geht nicht weiter. Das kann ich nicht zulassen, dass ein Kind aufgeregt hier sitzt und nicht weiß, wie es weitergeht. Das kann ich nicht. Dann fangen wir mal an mit deinem Diamond Painting. Das hier steht 2277. Halt, ein Kind guckt zu. Moment, da brauche ich ein kindliches Motiv. Irgendwas Schönes. Ah, Katzen sind immer gut, oder? Also, wir haben einmal die 4277. Das ist dieser Lebensbaum. Da sieht er so aus. Und wir haben die 4270. Jeweils für 8 Euro. Das ist die Katze, die weiße, die dem Schmetterling hinterher schaut. Wahrscheinlich verträumt und nicht hungrig. Die PS5 kommt nachher, geduldet euch. Was, PS5? Wir haben eine PS5? Und ich bin hier. Geduldet euch. Da könnte ich ja zu Hause sein, ein PS5 spielen. Also Diamond Painting, das sind die runden Diamanten. Die haben die Maße 40 x 50 cm. Unendlich viel Spaß, wenn man viel Zeit hat. Auch das hier, dieser Lebensbaum, der bunte, sehr farbenfrohes Motiv. Auch 40 x 50 runde genau, Diamanten. Runde Steine, sind das schön. Genau. So, soll ich noch was zu den Diamond Paintings sagen? Ich habe mich selber schon mal dran versucht, aber das wissen ja die meisten. Haben wir überhaupt Zuschauer? Wir haben 343 Zuschauer. Okay. Ein Diamond Painting Katze haben wir gerade verkauft. Vielleicht zeigst du es halt einfach ein bisschen. So. Was? Ein bisschen länger halt einfach. So zum Beispiel? Zum Beispiel. So. Ja, wenn man Zeit hat, so gut bei der Jahreszeit macht es natürlich auch mal Spaß, so mittags am Kaffeetisch zu sitzen, gemütlich seinen Kuchen zu essen, Kaffee zu schlabbern und zärtlich die Diamanten da aufzubringen. Diamond Painting, ihr wisst alle, wie es funktioniert. Weiß jemand nicht, was Diamond Painting ist, dann erkläre ich es gerne nochmal. Aber ich glaube, wir haben es jetzt schon mal ein paar Mal gehabt, oder? Ja. Ja. Aber es sind immer wieder neue Zuschauer. Ja, ja, ist jemand dabei, der nicht weiß, was ein Diamond Painting ist und wie es funktioniert? Sabrina schreibt, gut, dass die Kamera uns nicht sieht. Gammellook auf der Couch. Mit dem Diamond Painting in der Hand, oder? So, wir haben noch 4-mal den Baum und noch 6-mal die Katze. So, dann würde ich... Erklär doch mal, Ingo, sagt die Susanne. Okay, also wir haben hier wie bei Malen nach Zahlen, haben wir hier so eine Art Landkarte, die selbstklebend ist. Und dann haben wir ganz, ganz viele Diamanten in verschiedenen Farben. Und die muss ich natürlich dann getreu ihrem Buchstaben mit so einer Pinzette, so einem Applizierer, da auf dieses Feld ganz genau, punktgenau auftragen. Ohne Klebstoff, ohne alles, weil das Ding ja selbstklebend ist. Und je genauer man es platziert, umso schöner sieht es dann später aus. Ralf, wir haben schon wieder ein neues Drehteam hier. Das ist nicht mehr RTL, das ist jetzt Vox, die da sind. Die reichen sich hier die Klinge, die reichen sich hier die Klinge in die Hand. Noch 2-mal den Baum. Jetzt müsst ihr schnell sein. Noch 5-mal die Katze. Genau, und ich hole schon mal die nächsten Motive, wenn ich darf. Sag mal, du hast außersehen das Puzzle gekauft. Überhaupt nicht schlimm. Schreib mir nachher einfach eine Nachricht. Dann kann ich das auch wieder von deiner Bestellung rausnehmen. So, noch einmal den Baum. Da warten wir noch ganz kurz, bis der noch geklopft ist. Tiere kommen, glaube ich, ganz gut an, oder? Oh, Wölfe. Tiere haben wir noch. Oh, viele? Noch 2 Katzen und ein Baum. Jetzt habe ich hier ein Problem. Wer rennt da durchs Bild? Das ist die liebe
Dame von Vox. So, also Diamond Painting haben wir auch noch die 4280. Eins meiner Lieblingsmotive, das sind die Wölfe, die sich kuscheln. Also ich packe das mal hier aus. Da kann ich es nämlich auch anhand von dem zeigen. So sieht es nämlich hier aus, das Diamond Painting. Achtung, das sind die Wölfe. So. Okay, seht ihr die? Die näseln da so ein bisschen, haben sich fürchterlich lieb. Auch 40 x 50 cm Diamond Wölfe. Diamond Painting Katze ist ausverkauft. Mal gleich mal weg. Dann haben wir das Diamond Painting hier, den Leoparden. Das ist die 4275. Der sieht hier so aus. Der schaut hier ins Wasser und spiegelt sich. In den Farben Rot und Gelb gehalten. Auch 40 x 50 runde Steine. Und Diamond Painting Baum ist aus. Dann haben wir noch die 4282. Das wird zu viel oben. Achso, haben wir zu viel? Wie viel? Was? 4282. Das sind das ist die Schneeeule. Wir haben nur Bilder mit runden Steinen. Ja. Genau. Das sind, ich sage jetzt mal, die Anfängersteine. Die viereckigen sind, glaube ich, wie ich gehört habe, etwas schwieriger zum Applizieren. Den müssen wir nämlich dann auch noch rechtwinklig zueinander hinsetzen, weil sonst sieht es nämlich nicht so schön aus. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Nachher sind die viereckigen viel einfacher wie die runden. Nee, ich glaube, man will tatsächlich mehr die eckigen Steine. Tatsächlich? Weißt du, klärt mich auf, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, wenn man mal die Runden macht. Ich habe leider in meinem Leben noch nie so viel Zeit gehabt, dass ich überhaupt an den Gedanken kam, mal ein Diamond Painting anzufangen. Ich habe es schon mal gemacht hier. Ah, hier sieht man nochmal. Da war ich entsetzt. Maus, schau mal, kann man das erkennen, was man da machen muss? Ja. Okay. Ja. So sieht es hier aus. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Runde sind einfacher. Ah, das sage ich doch, das ist für Anfänger. Aha. Ich dachte, weil bei den Eckigen vielleicht das Bild dann einfach ebener dann aussieht. Nee, das ist halt vollflächig ausgefüllt. Aber die muss halt auch genauer. Kann Ingo das Besteck nochmal zeigen? Ja, selbstverständlich. Nichts weiter als das. So sieht das Besteck hier aus. So. Ganz schlichtes, einfaches Besteck, aber ohne scharfe Kanten. Ist schön poliert, ganz glatt. Spülmaschinen geeignet, 24-teilig. 6 Gabeln, 6 Messer, 6. Der eine macht eckige besser, der andere mag runde Steine lieber. Es ist sehr gespalten hier, die. Und 6 Kaffeelöffel natürlich. Ja. So, bald kommt dreieckig hier dein Painting raus, oder? Wir erfinden die. Wir erfinden die jetzt genau. Darf ich weitermachen, Maus? Hast du noch Platz? Nee. Ach so, Produkte könnt ihr übrigens oben durchscrollen, indem ihr entweder einfach slidermäßig die Sachen hin und her schiebt oder rechts und links drauf tippst. Rechts und links. Ich muss sie hochzeigen. Ich zeige sie natürlich sehr gerne hoch. Also, wir haben hier den Leoparden, wir haben die Schneeeule und die Wölfe habe ich zerlegt. Also, einmal nochmal die Wölfe als Diamond Painting. Spiegelt nicht. Okay. Das sind die Wölfe. Und dann haben wir hier den Leoparden und die Schneeeule. So spiegelt es natürlich. Ja, okay. Geschwindigkeit ist top. Das freut uns. Jetzt darf ich sie da wegmachen? Danke. Okay. So, als nächstes habe ich hier die 4368, ein Einzelstück aus dem Hause Grundig für 15 Euro. Und zwar ist es ein portables Radio mit DAB Plus. Einzelstück für 15 Euro. Es hat RDS, DAB Plus. Es hat einen Kopfhörer-Klinkeneingang. Man kann es mit Batterie oder mit 220 Volt betreiben. UKW-Radio, RDS, DAB, DAB Plus Empfang, 10 UKW, 10 DAB Stationsspeicher, ATS automatische UKW-Senderspeicherung, Sendernamenanzeige, Radiotext, weg mit Radio oder Verkauf, Alarm. Verkauf. Und dann haben wir hier ein Glätteisen mit der 4377 für 12 Euro von Alessandra Ambrosio. Alessandra Ambrosio. Ich kenne die Frau zwar nicht, aber... mit mehr... Ja. Bitte? Muss man die kennen? Ich hab nur Augen für meine eigene Frau. Was haben wir denn hier? So. Ist die eigentlich, kommt die aus Polen hier, die Frau? Ja, verkauft, lass es einfach haben. Achso, dann brauche ich auch nichts vorlesen. Vielen Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Dann habe ich hier, was habe ich denn hier? Die 4401, auch für 15 Euro. Und zwar ist es ein portabler, kabelloser Kompressor. USKT 60B2 mit Taschenlampenfunktion.
Also, das Ding lädt man zu Hause auf und dann geht man mit dem Fahrrad fahren oder mit dem Schlauchboot und dann hat man unterwegs eine Taschenlampe dabei und einen Kompressor. So, was kann das Ding denn eigentlich noch? Tragbarer Akku-Kompressor. Leistungsstarker Akku-Mini-Kompressor, ideal für unterwegs, klein, kompakt und effektiv, geeignet für Kfz, Fahrrad oder Freizeitartikel. Lithium-Akku in FePo 4 Bauweise mit 4x500 mAh. Verkauft. Wer aus Versehen was bestellt hat, schreibt mir einfach, nachdem ihr die Auftragsbestätigung bekommen habt, dann storniere ich euch den Artikel. Und die Betty, wenn deine Adresse sich geändert hat, auch dann, wenn du die Auftragsbestätigung bekommst, schick mir auf die Nachricht deine Adressänderung, dann tue ich das manuell abändern. 4402 Mausibär. Mhm. Für 4 Euro haben wir hier ein vierteiliges Espresso-Glas-Set doppelbandig. Ist beim letzten Live-Show übrig geblieben. 80 Milliliter Kapazität, Spülmaschinen geeignet für kalte und heiße Getränke. Super Sache, so sehen die aus. Für 4 Euro absoluter Schnapper. Alles muss heute raus. Aus robustem Borosilikatglas. Muss ich sie rausholen oder sind sie schon weg? Die sehen so aus. Wegverkauf. Ah, sehr schön. So, dann machen wir weiter. Dann haben wir ein Smart Eye Massagegerät. Regulärer Preis 149 Euro. Es ist Neuware. Wollten wir 89 Euro. Das ist jetzt 42,59. Jetzt erzähl mal, was da ist. Jo, was kann dieses Gerät? Es spielt Musik ab, dass man besser einschlafen kann. Es hat eine Wärmefunktion. Es knetet die Augen pneumatisch. Moment, ich muss das ja lesen. Es hat eine Vibrationsmassage. Und man kann es 180 Grad zusammenfalten. Das ist schon mal super. Also man trägt es tatsächlich über den Augen wie so eine Schlafmaske und soll einfach so, gucken wir mal dahin schön machen, beruhigen. Okay, es hat einen USB-C-Ladeanschluss. Ui, das sieht aber ziemlich... Es ist was ganz Tolles, also oh, ich glaube, wo ich das gesehen habe. Oh, cool. Oho. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Oh. Geil. Ja, man liegt ja normalerweise entspannt im Bett und chillt dabei. Also es bläst sich gerade auf, es ist wie wenn so eine Blutdruckmanschette sich an den Arm festsaut. Das ist für Augenringe zum... Dann lässt den Druck wieder ab, ja. Dann fängt es an zu vibrieren. Ey, das wird warm. Okay, aber angenehm. Jetzt kommen Vögel. Oh. Ey, das wird voll warm. An den Augenlidern, also man muss die Augen wahrscheinlich also zumachen. War bis gerade eben noch original verpackt und nagelneu. Tut mir leid, aber... Du siehst aus wie eine große Fliege, schreibt der Ricardo. Es sieht aber echt so aus. Also echt cooles Teil. Es lässt sich ständig auf, lässt den Druck wieder ab, wird innerlich warm und vibriert und dann kommt noch lustige Musik. Es ist angenehm zu tragen, kostet 89 Euro bei uns. Smart Eye Massagegerät. Also ich wusste tatsächlich auch nicht, dass es ein Massagegerät für die Augen gibt. Na gut, es gibt ein Gesichtsbügeleisen, kommt später übrigens auch noch bei uns, aber das hier für die Augen finde ich ganz gut. Nach so einer durchsechten Nacht, vielleicht hilft es ja auch was. Dass man einfach am nächsten Morgen frisch und fit wieder aussieht. Dann sind die Augen nicht rot, sondern grau. Wie gekochte Eier. Wenn sich jemand jetzt nicht ganz sicher ist, ihr könnt es auch innerhalb von 14 Tagen wieder zurückschicken, wenn... Ist das ein Einzelstück? So gar nicht euren Wünschen entspricht aber tatsächlich. Also man kann es falten, das meinen die hier mit Blattspanner und in die Handtasche reinmachen. Furchtbar. 180 Grad. Es ist innen drin zusammengezogen, von außen sieht es aus wie so... Puck die Stubenfliege. Ja, genau. Da sind viele in keinem Schlafzimmer. Ja. Aber ich finde es cool. Musik ist auch angenehm. Die Ohrringe möchten bitte nochmal... Ohrringe, natürlich. An meinem Ohr oder ohne mein Ohr? Ich weiß es nicht. Ah, ich fand, also am Ohr habe ich gleich 3 Stück verkauft. Ich tue ja mein Ohrloch regelmäßig durchstechen, wenn ich betrunken bin. So alle paar Jahre komme ich auf die Idee, machen wir mal einen Ohrring. Und dann tue ich ihn betrunken durch. Stecken. Dann habe ich 3 Wochen lang so ein dickes Ohr, dass ich ihn oben wieder rausmachen muss. So, also so. Bisschen weiter runter, ans Läpple. Das macht echt einen Unterschied, wenn mein dicker ja! Busch. Wenn mein dicker Busch wieder da ist. Ja, guck mal. Doch, das glitzert so. Ihr bringt mich dazu, dass ich mich noch outen tue, oder was? Hallo. Ich entdecke die Frau in mir. Wer stört? Inga. Ja, dann lieber Inga, oder? Wenn dann unten. Okay, also darf ich das wieder wegmachen? Nee, ich zeige es lieber nochmal so. Bitte. Nicht wackeln.
Achso, ich wollte bloß zeigen, dass es hier... Schon habe ich eins verkauft. Ah, eins. Am Ohr. Ja, am Ohr. Nee, das ist jetzt, weil ich es in die Hand genommen habe. Ingo, die Prinzessin. The King? Ich bin doch der King hier. Ich habe immer geglaubt, ich wäre der King. So, die Prinzessin. So, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz die Diamond Paintings kurz zeigen. Also, wir... Schneeeule haben wir noch 12, der Wolf noch 17 Mal und der Leopard noch 16 Mal. Also, Schneeeule passt natürlich super zum Wetter aktuell. Schneeeule passt für, was haben wir da für einen Preis? 8 Euro. 8,40 Euro. 40 mal 50 runde Diamanten, Schneeeule-Motiv eher in weiß gehalten. Und dann haben wir hier noch unsere zärtlichen Wölfe. So, auch ein schönes Motiv. Mhm. Auch 40 mal 50, auch 8 Euro, auch runde Steinchen. Und wir haben unseren Leoparden, der sich da ja, im Spiegelbild selbst schwarzer sieht, am Wasserloch. Neulich am Wasserloch hat den Leoparden getroffen. 40 mal 50, auch 8 Euro, auch runde Steine in den Rottönen mit Gelb. Ja. So. Und wir haben, was haben wir denn noch? Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Okay, machen wir einfach weiter. Nee, das ist schon neu zu kaufen. Ja. Das bringt mir nichts durcheinander. Jetzt komme ich hier durcheinander. Das bringt mir nichts durcheinander hier. Okay, das behalten wir mal hier. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das waren die hier. Okay, jetzt geht's weiter. Dann haben wir mal ein Parfüm zur Abwechslung. Die 43,84 für schlappe 10 Euro sind nur 4 Stück da. Und zwar heißt es hier CK Summer. Eau de Toilette Relax 100 Milliliter. 10 Euro. Da müsst ihr jetzt zuschlagen, weil so günstig haben wir sie nicht mehr raus. Das wir wollen Büro sauber die haben, letzten also. 4 ja. Stück, die wir noch haben. Ja, 10 Euro. Calvin Klein, Relax, Eau de Toilette. Wie viel Milliliter? 100 Milliliter, 3,3. Verkauft. So, wenn das so gut läuft mit dem Parfüm, dann haben wir hier White Diamonds von Elizabeth Taylor, die 43,97. Auch 4 Stück, auch nur noch 10 Euro. 50 Milliliter Eau de Toilette. So sieht es hier aus. So, was kann man dazu sagen? Elizabeth Taylor hört sich irgendwie wichtig an. Ne? White ich Diamonds. Nicht Susanne Weichel, Moment. Eau de Toilette, Spray, naturell. Geschrieben, ich lese 50 Milliliter. Susanne, schreib einfach nur, ich habe es leider nicht gesehen, es ist schon wieder weg im Chat. Ingo, bitte nochmal Warenkorbfunktion, Abschluss, E-Mail, Versandkosten kurz erklären. Danke. Sehr gerne. Also wir fangen an. Hier oben haben wir einen Waren, die Produkte, die müssen wir anklicken und fügen sie den Warenkorb hinzu. Dann haben wir auf der rechten Seite den Warenkorb, den müsst ihr danach direkt öffnen und dann auch wirklich die Bestellung abschließen. Dann kriegt ihr automatisch eine Bestellbestätigung per E-Mail. Ab 50 Euro ist versandkostenfrei, drunter sind es 5,95 Euro. Und wer noch was dazu kaufen möchte, geht auf retourenking.de, kauft was im Onlineshop. Bezahlt bitte nicht, schreibt uns eine Nachricht, dann fassen wir die Aufträge zusammen, optimieren im besten Fall noch die Versandkosten und dann schickt man den Auftrag immer raus zum Bezahlen. Bitte nicht sammeln von Live-Shopping zu Live-Shopping, immer abschließen, dass wir dann nicht jede Ware rumstehen haben, wochenlang. So, darf ich weitermachen? Ja. Okay. White Diamond haben wir noch 2 Stück. Okay, dann zeige ich es nochmal. Das Puzzle bitte noch einmal kurz zeigen, da haben wir noch 7 Stück. Noch 7 Puzzle, 100-teiliges Einhorn-Puzzle auf der Regenbogenbrücke, damals in rosa gehalten. 100 Teile ab 5 Jahre aufwärts. Das White Diamond ist für Damen, das glaube ich. Das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, ich dachte, das erschließt sich von selbst. Ich glaube, das ist für Damen. Also ich würde jetzt, also ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass sich ein Mann ein Elizabeth Taylor Parfüm White Diamonds kauft. Mit den Ohrringen, okay. Aber heutzutage ist alles möglich, alles ist in Ordnung soweit. So, also Puzzle habe ich gezeigt, White Diamonds habe ich nochmal gezeigt. Gut. So, mit was machen wir denn weiter? Achso, wir haben nochmal was Günstiges. Und zwar die 43,11, auch 10-mal nur noch verfügbar, absoluter Mega-Spitzenpreis und 15 Euro. CK Free 4 Man, Calvin Klein, Eau de Toilette, 100 Milliliter für 15 Euro. Das sieht so aus. Wir sprühen uns jetzt dieses Mal nicht wieder ein damit, aber für 15 Euro ist ein absoluter Schnapperpreis. Ostern kommt auf jeden Fall. Der Valentinstag steht auch ins Haus. Und welcher Mann freut sich denn da nicht? Hey, Sonja, du brauchst keine Kundennummer ab sofort beim Einkaufen. Du kannst auch direkt mit deiner E-Mail-Adresse bestellen. Okay, wichtig wäre natürlich, wer sich mit E-Mail-Adresse einträgt, dass er eine vollständige, richtige Adresse angibt, damit wir es natürlich auch raussenden können.
Und alle, die eine Kundennummer haben, ihr könnt euch jetzt zukünftig auch mit eurer E-Mail-Adresse anmelden, weil die Kundennummer kann sich nicht jeder merken. Und dann ist es wahrscheinlich einfacher, sich mit der E-Mail-Adresse einzuloggen. Dann haben wir nochmal was, die 43,86, auch für 15 Euro sind nur drei Stück da. Calvin Klein Woman, 100 Milliliter Eau de Parfum. Parfum! Parfum! So, so sieht das aus. Ungeöffnet, Originalverpackung. Drei Stück für 15 Euro. Pendant. Es ist bald Valentinstag. Männer greift zu. Jede Frau freut sich über so einen Duft. Absoluter Schnapperpreis, 15 Euro. White Diamond verkauft. Ah, hier. Hier, halte ich es nochmal hin. CK Woman verkauft. Sehr schön. Dann machen wir die Parfüms voll platt, oder? Dann haben wir nochmal die 43,85, 5-mal Obsession for Men, heute Toilettespray, Calvin Klein, 125 Milliliter für schlappe 10 Euro. Auch zugreifen, Ausverkauf. Wir räumen wirklich das Büro auf. Und hoffentlich wird auch alles bezahlt. Dann können wir nämlich beim nächsten Live-Shopping ganz tolle ganz neue Sachen euch dann holen wir das Neueste vom Neuen raus. Dann wird es noch besser. So, 10, 9... Sandwich Maker bitte nochmal zeigen. Auch sehr gerne. Sandwich Maker 750 Watt, drei Einsätze. Obsession verkauft. Waffeln, Steaks und. Waffeln, Steaks und. Sandwich. Die PS5 wird auch verkauft, Tatjana, selbstverständlich. Die vielleicht. Kommt Moment, Moment, Moment. Vielleicht. Nein, die kommt auf jeden Fall nochmal. Echt? Weil ich habe echt mit dem Gedanken gespielt, dass sie vielleicht mit rüber nimmt. Ach, Quatsch. Ich hab gar keine Zeit dafür. Besteck nochmal zeigen, bitte. Auch sehr gerne. Dann danach, 24. Nachdem Sandwich in Ruhe gezeigt wurde. Ohne meine Frau könnte ich gar nicht leben. Ich weiß gar nicht, wie ich morgens raus aufstehen würde und atmen soll, wenn sie mir nicht sagen würde, mach den Mund auf, hol mal tief Luft, schnauf durch, trink mal ein Stück Wasser. Also hier haben wir einen wunderschönen Sandwich-Maker. Den kann man hier so wunderbar aufmachen. Einfach Stecker in die Steckdose reinstecken, dann heißt das Gerät automatisch auf. Und dann kann man hier die zwei Platten wechseln, die kann man in die Spülmaschine stellen. Einmal hier für Steaks, dann haben wir hier Waffeln und natürlich für die Sandwiches. Die sind dann einfach schön diagonal geteilt, dass man sie auch durchschneiden kann, dass nichts rausläuft, sind sie geschlossen. Tolle Sache, im Sommer kriege ich gar nichts anderes von meiner Frau, außer Käse-Schinken-Sandwiches. Das stimmt doch gar nicht. Davon ernähren wir uns auf Fuerteventura eigentlich regelmäßig. Ja, in den ersten 2-3 Tagen, bis wir einkaufen wollen. So, Besteck, 24-teilig, 6 Messer, 6 Gabeln, 6 Löffel, 6 Kaffeelöffel. Super, tolles Schild. Neuware. Neuware, 15 Euro, glaube ich, oder? Ja. Mach einfach weiter. Ich mache einfach weiter, lass mich von dir überhaupt nicht irritieren. Da kommt wieder der Arm. Aber der Arm ist zu kurz, oder? Das sieht kein Mensch. Du musst ein bisschen so hinhalten, dann wird es auch scharf. Ach so. Ah, ich bin auch noch da. Du weißt halt, wo es sich scharf stellen soll. Ne? So. Gut, dann, was machen wir denn weiter hier? Gehen die Bärle eigentlich? Soll ich noch ein paar Bärle zeigen oder eher nicht? Ja, ein paar. Dann machen wir mal die Bärle vielleicht später. Die Doris hat das Parfüm im Einkaufswagen und kann nicht abschließen, weil schon andere dir das Parfüm weggeschnappt haben, Doris, deswegen. Ja, ihr müsst ganz deswegen schnell den Warenkorb abschließen. Deswegen kannst du nicht abschließen. Mehr abschließen. Das ist schon, dann hat es dir jemand vor der Nase weggeschnappt. 43,16, zweimal vorhanden für 6 Euro und war eine wunderschöne Schatztruhe, eine kleine. Einmal. 50. Da steht jetzt 2 drauf. Glaube ich. Also dann haben wir nur einmal eine Schatztruhe für 6 Euro, Einzelstück. Ihr findet weitere Schatztruhen bei uns im Onlineshop unter retourenking.de. Einfach Schatztruhe eingeben. Da haben wir ganz viele verschiedene Modelle für Geschenke, für Hochzeiten, für Kindergeburtstage, alles Mögliche kann man damit machen. 6 Euro. Schöne Schatztruhe. Aus Holz. Fertig. Aus Holz. Verkauft. Schöne Beschläge. Und für die Schatztruhe innen drin, damit mein Tisch jetzt sauber wird, die 43,78 haben wir hier Piratenmünzen. 150 Stück sind da, glaube ich, drin. Für 2 Euro, dreimal noch da in der Farbe Kupfer. 3 Stück sind noch da, 150 Münzen. Kann man beispielsweise in die Schatztruhen reinmachen und oder seinen Esstisch damit dekorieren oder einen Kindergeburtstag ausstatten oder einfach als Wurfmaterial für Fasching verwenden. Oder Karneval. Viele kommen ja von oben. Karneval. Kann man die Sachen auch durch die Gegend werfen. Haben wir dreimal für 2 Euro. Vielleicht haben wir auch keine mehr.
Nee, ich habe gerade gelesen, das haben wir. Ach so, was steht denn oben? Weil alle gerade nach den Kindern fragen und die Helga fragt, was macht denn Nick? Also unseren Kindern geht's mega gut. Die haben gerade ganz viel Spaß mit unserem Babysitter. Der kocht. Die kocht sogar für die Kinder gerade. Also denen geht's rundum gut. Ja, letzte Woche haben wir die letzten Folgen von Retourenberuf in Staffel 4 abgedreht. Haben heute nochmal das Box-Team da und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Drehpause. Können uns wieder um die Familie kümmern. Werden wir natürlich auch tun. Auf die Online-Familie und aber auch auf die daheim. Haben wir eine Online-Familie? Ja, wir sind doch schon irgendwie so wie so eine Familie geworden. Irgendwie treffen wir uns doch immer wieder zum Live-Shopping hier gemeinsam. Genau. Oh, guck mal. Oh. Haben wir auch Werkzeug heute? Nein, tatsächlich nicht. Das Einzige, was wir haben, war der Kompressor. Und das ist ein Aushilfswerkzeug. Ja. Hobby-Heimwerker. So. Wir müssen irgendwas haben wir noch Münzen? Ja, ich habe sie schon rausgeschmissen. Achso, sind die schon wieder weg? Die sind verkauft. Ah, ja. Dann brauchen sie auch nicht mehr in die Kamera halten. Okay, dann machen wir mal, was in die Richtung Werkzeug gehen könnte im entferntesten Sinne. Das ist die 4210. Und zwar ist es eine Unterbauleuchte, die anstatt 24,90 nur 10 Euro bei uns kostet. Es ist eine LED-Unterbauleuchte. Ich weiß, ich soll sie auspacken. Mache ich auch gleich. Die Leuchte speichert die letzten Einstellungen der Farbtemperatur, welche vor dem Ausschalten über eine längere Zeitung verwendet wurde. Die Farbtemperatur von warm bis kalt weiß einstellbar 1000 Kelvin oder 6000 Kelvin, 230 Volt, Chrom. Heike, ich kann es dir nicht erklären, warum du nicht bestellst. Bei uns ist keiner gesperrt, es wird auch keiner gesperrt, keine Sorge. Aber warum es bei dir nicht funktioniert, das ist sehr mysteriös. Aber StageMe guckt zu und... Heike, wir machen das jetzt haben so. Haben hoffentlich eine Lösung. Ich sage dir ganz im Privaten, meine Handynummer, das ist die 0160182024. Ich wiederhole, 0160182024. Schick mir bitte eine WhatsApp. Wir lösen das Problem zusammen. Ruf mich einfach an, dann kriegen wir das. Aber nicht jetzt. Aber nicht, okay. Es ist eine Live-Sendung. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber morgen den ganzen Tag kannst du mich anrufen. Wir kriegen das bestimmt hin hier. Wir möchten hier keinen auf der Herzenstrecke bleiben. Also, ich habe eine wunderschöne Wand- oder Deckenleuchte, die kann man an die Wand machen, hochkant oder am Küchenschrank unten drunter oder an die Decke. 100, was habe ich gesagt? 120 Lichtwellenmeter, LED 10 Watt und die Größe von dieser wunderschönen Lampe ist. Wo ist mein wichtigstes Werkzeug schon wieder? Ah, hier. 10 Euro möchte man für die Lampen haben. Sie ist lang genau 65 cm. So sieht sie aus. In der Küche oder im Bad oder im Kleiderschrank kann man einfach diese LED-Leuchte installieren und hat dann endlich Licht, so wie man es dann auch braucht. Es hat Spritzwasser geschützt, ist das Ganze hier mit IP44, also auch fürs Bad geeignet. Wunderschöne LED-Leuchte. Die ist schön, ja. Sehr schön. Okay, dann tue ich sie mal auf die Seite. Lass mich jetzt mal... So, was haben wir denn noch Tolles? Okay, jo. Danke. Ach, wir haben so viele tolle Sachen. Die 4324. Ein Partyring habe ich hier. Ich grüße, hallo. Und zwar kann man hier verschiedene Hautöfre oder Klappereien mit so einem Holzspieß dekorativ auf seinem Buffet anrichten. Das ist ein Partyring mit 20 mm Durchmesser, einer Höhe von 115 mm, aus Porzellan, Spülmaschinen fest. Ja, da haben sie hier ganz leckere Knabbereien angerichtet. Ja. Und so Spieße kann man da präsentieren. Das ganze Ding kostet nur 5 Euro. Ist ein Einzelstück, haben wir hier im Büro gefunden. Was mir alles findet. Ja, verkauft. Super. Dann machen wir weiter. Die haben wir überhaupt Platz oben drin, Maus? Ah, was kann man denn hier noch brauchen? Die 43, die, 45. Ja, genau, dann schmeißt man alles oben raus. 95. Wir haben viermal für 5 Euro eine Mütze. Ja, jetzt kommt das noch mal fragen. Achso, mit Kopfhörer drin. Können Sie es uns vielleicht mit Versand anbieten? Ansonsten damit kann man dann, gucken, wenn man das einfach an sein Telefon oder MP3-Player anschließt, über 3,5 Klinkenstecker, wir werden uns da sicher einigen, wie viel Musik hören in der Mutze drin. In der Mutze drin, jawohl. Danke, dass du alle meine Fehler sofort entlarven tust oder auf die Goldbar gelegt. Ca. 80 Vox. Also es hat entfernbare Kopfhörer, man kann es in die Waschmaschine rein. Verkauft alles. Nee, können wir es ja gerne machen, machen wir alles soweit fertig. Dann haben wir die 43,99, da haben wir noch eine Popfigur, die heißt hier Dirty Harry. Nein, heißt bloß Harry. Das ist der Harry von Kevin allein zu Hause, das ist der böse Einbrecher. Sammelfigur für schlappe 10 Euro. Harry. Ja. Also, Sie haben mir das schon mal gesagt, das Tripolay, aber ich habe danach mal gesucht. Ich habe da gar nicht geschrieben, wie sich eigentlich. Oh, der arme Kerl hat keine Haare mehr.
Okay, müssen wir mal gucken. Oh, das Telefon ausgemacht, verkauft. Sehr schön. Dann haben wir nochmal eine Popfigur. Sie hat die Nummer 4260, auch für 10 Euro von Fantastic Four. Das Ding. Zu sich schicken und dann wieder zu uns. Sollen wir dran gehen? Das wird live. Nein, mach das nicht. Nein. Bitte nicht. Beim nächsten Ton ist es. So. Also, das hat die Nummer 560 Pop von Fantastic Four, The Thing. Ja, okay. So guckt der grimmig, der Kerl. Gut, da muss man natürlich jetzt... Na, Ingo hat gesagt, ruf mich an. Ja, hat er, stimmt, Ingo, da hast du schon recht. Aber doch nicht auf dem Festnetz. Weil das eigentlich jetzt neu war, da habe ich mir die 15%. Dann haben wir nochmal von Pop die 7400. Und zwar Adventure Time, Minecraft. Ich habe ausgemacht. Mach jetzt den Akku raus. Das habe ich dir gerade gesagt. 412 von Minecraft, der Jake. Genau. Auch nochmal ein Stück hier übrig geblieben für 10 Euro. Nummer 412, Minecraft. Darum habe ich ihn auch 15% angeboten. Genau. 10 Euro. Wo sind wir? Genau. Alles klar. 4400. Ich schreibe mir jetzt auf jeden Fall mal eine E-Mail, ganz kaufen. Genau nochmal. Das ist der Aufdruck. Nee, 4400. Und man braucht die Adresse von Bremen, also, dass man anfangen kann, dass mich der Transport hier runter kostet. Moment. Ah, Jake, da oben ist er. Da ist er, haben wir gefunden. Okay, also, für 10 Euro ist es eure. Ich tue mal auf die Seite und mache weiter. Verkauft. Super. Dann haben wir nochmal Feuermelder gefunden, die 4164. Feuermelder für 10 Euro. Der letzte. Der ist noch übrig geblieben beim letzten Live-Shopping und oder wurde nicht bezahlt, sonst würde ich euch nicht damit nerven. Ein fotoelektrischer Rauchmelder, Modell SD06, 10 Jahre, Lithium-Batterie integriert, mit Testfunktion, ist sehr laut. So sieht er aus. Deckenhalterung mit dabei für 10 Euro, letzter Feuermelder. Ja, das sollte man auf jeden Fall jetzt bei der Jahreszeit, wenn man Ofen oder so irgendwo im Gangbereich hier installieren, dass man wenigstens geweckt wird, bevor man hier eine Rauchvergiftung stirbt. So, machen wir weiter. Achso, der Jake war weg, hast du gesagt, oder? Oder nicht? Sind alle Pops sind weg. Der Jake auch? Ja. Oh, super. Puzzle, haben wir noch Puzzle? Puzzle haben wir noch. Letzten paar Puzzles für 5 Euro das Stück. 100-teilig Einhorn auf der Regenbogenbrücke, 100% recyceltes Material ab 5 Jahre aufwärts. In der Farbe rosa gehalten und Regenbogenfarbe. Also sag nochmal bitte, wo sie auf den Stream kommen. Auf den Stream unter live.returnking.de, einfach den im Browser eingeben und ihr kommt auf unseren Stream, dann müsst ihr euch Guten Tag, einloggen, entweder mit Kunden oder E-Mail-Adresse oder neu einloggen, nur mit E-Mail-Adresse und Adressdaten. Dann haben wir hier noch die Nummer 4317 für 8 Euro und zwar haben wir hier von Minecraft. Ich habe den letzten Kontakt per E-Mail gehabt am 21.02. Heißt sie nur Katze? Minecraft die Katze? Wie kann man das so zusammenbauen? Der Cat, genau. Dreh's mal. Weiter. Dass man die Katze richtig sieht. Achso, die zusammengebaute. Ja, hier. Da habe ich es draufgeklebt nochmal, gell? So sieht die aus für 8 Euro Minecraft-Katze. Verkauft. Okay, und dann haben wir noch von Minecraft hier. Das ist dieser Snow Golem. Genau. 4318 auch für 8 Euro. Das ist ja schön. Ich kenne mich halt aus, ne? Ja, nachdem wir es schon 5-mal vorgeführt haben hier. So, also Minecraft ist Snow Golem. Dann kann man hier so zusammensetzen. 8 Euro. Ist ungeöffnete Originalverpackung. 20 cm schon hoch. Ich muss ganz kurz nach E-Bakery suchen. Von Mattel. Und verkauft. Da kann ich ihn vielleicht. So, dann machen wir weiter mit den Erdmanns. Eine Solarleuchte Erdmännchen mit der Nummer 4391. Oh, Maus, da ist ein Fehler unterlaufen. Das geht um die Rechnung. Also meine Kundennummer ist die 0. Das ist wirklich, was wir kosten regulär 29,90. Wir verkaufen die normalerweise für 29,90. Ich habe heute irgendwie so die ganze Zeit bloß im Ohr gehört. Maus, du musst einen Preis billiger machen, Maus. Die Rechnung ist 2,2. Das war die ganze Zeit so. Ich habe so einen Summen im Ohr gehabt. Ein Summen hier. LED-Licht mit Solar für 5 Euro.
Solarerdmännchen Familie, handbemalte Solarleitung in trendiger Erdmännchenoptik, Tageslichtsensor für automatisch einen Ausschalten bis zu 8 Stunden, nicht Leuchtdauer. Und der Betrag muss mir komplett geschrieben werden. Dann haben wir hier nochmal ein Einzelstück. Nein, gibt es dreimal die 43,89 Euro aus der Legion-Serie von Marvel, der Spymaster. Für 5 Euro, glaube ich. Ja, dreimal für 5 Euro, so sieht das Ding hier aus. Ja, ist so eine Actionfigur aus der Marvel-Serie. Genau, ich bin Herr Molo. Spymaster. Jetzt kommt gleich wieder das UFO, Achtung. Meine Frau bereitet. Komm nicht hin. Meine Frau steckt schon einen Arm aus. Also man kann mit dem Männchen hier. Den Firma Ingo Moloch. Ich werde wieder abgelenkt. Halt du das mal. So, ich muss. Achso, Feuermelder, nee. Chef. Was soll ich machen? Ich will irgendwas essen. Dann muss ich ein Biersbesteck rübergeben. Du bist so dumm. Es ist ja so weit. Meine Frau lacht. Du bist so doof, ehrlich. So machst du. Warte mal, ich wechsle gerade mal die Kamera. Ach, ja, ist aus, nein. Achso, Maus, du wolltest. Komm. Halt. Oh. Ja, mir das versteckst. Oh, da fällt die Anspannung der ganzen letzten Wochen, oder? Hey, Alvin, irgendwas gegen meine Lache, oder was? Oh. Wir sagen immer ein kranker Esel, gell? Nein, die hat meine Schwägerin mich genannt. Seehund. So ein Heuler. So können wir jetzt die Kühe wieder wegmachen, bitte. Hast du jetzt das Besteck gezeigt und verkauft? Nein. Maus, du musst das Besteck so zeigen. Guck mal, du musst so machen. Okay. So, also ich schalte wieder um. Das ist schon nicht mehr tragbar hier. Also hier haben wir ein ganz tolles Besteck. 24-teiliges Besteck für 15 Euro. 6 Gabeln, 6 Messer, 6 Löffel, 6 Kaffeelöffel. Jetzt tue ich es aber dann auch weg, wenn es jetzt verkauft. Marvel sind übrigens verkauft. Also super, alle drei, das freut mich. Okay, dann tun wir mal oben ein bisschen aussortieren, oder? Wie sieht es denn oben aus? Diamond Pending liegt drin, Sandwich liegt okay, drin. Okay, Diamond Pending zeige ich nochmal ganz kurz. Wir haben einmal noch die Schneeäule. 8 Euro, 14 mal 50 Zentimeter. Noch 10 Stück. Dann haben wir den Leoparden hier. 42,75 Leoparde. Oben drin einfach auswählen, 40 mal 50 Zentimeter. Und wir haben die netten Wölfe. Die sehen dann so aus, auch 40 mal 50. Dann haben wir den Sandwich Maker für 22 Euro mit Sandwich Einsatz, mit Waffeleinsatz und mit Stegeinsatz, 750 Watt. Nur noch 8 Stück am Lager. Nur noch 8 Stück, Spülmaschinen geeignet. Der Alvin, jetzt offiziell. Hallo Alvin. Hallo Alvin, schön, dass du auch da bist. Achtung, ich mache mal einen Alvin-Move. Oder, nein, das machen wir nicht, das ist ja schon oldschool. Da dacht doch kein Mensch mehr drüber. Aber will ich auch mal so ein schönes Bild haben. Okay, wir machen weiter mit einer Navaris Kaffeemühle. Leichte Kratzer am Deckel, 41,83 für 30 Euro. Navaris Kaffeemühle, 30 Euro. Leistung 200 Watt, Motordrehzahl 21.500 bis 27.500. Warte mal, da ist kein Bestand. Also ich habe eine hier. Ja. Eine Kaffeemühle habe ich von Navaris in Schwarz. So, jetzt. Gewicht 1300 Gramm, Material, Edelstahl, Kunststoff, Metall und Gummi, Lieferumfang, elektrische Kaffeemühle, Bedienungseinleitung, Deutsch-Englisch. Jeder, der seinen Kaffee noch selber malen tut, kommt mit der Maschine auf jeden Fall weiter. Sollen wir sie mal rausholen und zeigen? So, sie ist unbenutzt und geprüft von unserer Funktion, so sieht sie aus. Oben Kaffee reinfüllen, unten kommt der gemahlen raus. Hier hat man verschiedene Stufen. Für Espresso, Mahlgrad beispielsweise oder für einen normalen Kaffee. So sieht die aus. So. Ich mache mal die Badezimmerleuchte oben raus. Jawohl. Und auch die Diamond Paintings nehme ich jetzt oben raus. Okay. Tu die mal bitte auf die Seite legen, das wird dann nicht. Wir machen jetzt ein bisschen Kosmetik. Schon mein Spezialgebiet, wie jeder weiß. Da haben wir die 43,28 und zwar haben wir ein Kosmetik-Pinsel-Set. Gib mir mal das Messer einmal.
Und zwar haben wir hier, was haben wir denn hier überhaupt? Grau 6er Set. Also wir haben ein sechsseitiges Kosmetik-Pinsel-Set. Kaffeemühle ist verkauft. Und zwar Nummer? Die 4328. Dann haben wir hier drei etwas kleinere Pinsel. Maus, da musst du dazu sagen, was für Materialien trägt man da beispielsweise auf? Make-up oder Rouge oder? Ja, also Lidschatten. Lidschatten. Okay, du bist ja Kosmetikerin. Dann haben wir hier so den großen Pinsel für die großen Flächen wahrscheinlich hier. Rouge, Puder. Contouring. Warte mal schon, meine Frau macht das nämlich immer so. So, dann haben wir hier also einen großen Pinsel. Dann haben wir hier einen abgerundeten Pinsel hier. Für die Ecken wahrscheinlich, Ecken und Kanten. Oh, also sind alle weg. Oh, ups, sorry. Warum? Aber halt, das waren ja bloß drei Stück. Achtung, das war jetzt das sechsteilige Set in Grau. Dann haben wir hier das... Ihr könnt auch alles sofort morgen direkt bei uns abholen, Annika. Ganz genau, Abholung kostet natürlich nichts. Dann haben wir hier ein zehnteiliges Set, das ist die 4329. Da haben wir 18 Stück. Ich weiß gar nicht, was du für einen Preis gemacht hast. Auch ein Kosmetik-Pinsel-Set. 5 Euro. 18 steht da drauf. Ja, da haben wir 18 Stück davon. Ja, ein 10er-Set. Ja, sag ich. Ja, die waren günstiger. Ja, okay. Also, was weiß ich, was in dem Preis sind. Also, auch hier haben wir ein 10-teiliges Set. Haben wir 18 fünf, mal am Lager. Euro. Bitte? 5? Nur für so viele Teile. Okay. Also, wir haben hier diese etwas feineren Pinsel. Und dann haben wir hier, nochmal, das ist mal ein kleinerer, feiner Pinsel. Also da haben wir hier insgesamt 6, 7 kleinere Pinsel. Und dann haben wir jetzt hier die richtig ordentlichen Pinsel hier. Da kann man auch Material ordentlich mit auftragen. Farbe Aubergine, würde ich jetzt mal sagen. Da kann man ordentlich hier Farbe auftragen. So, noch 5? 3 dicke Pinsel und 7 etwas feinere Pinsel. Verschiedene Machart hier mit rund vorne, mit gerade. Also ideales Werkzeug, wenn man ein Versand bei mehreren Teilen. Und ab 50 Euro ist das Versand kostenfrei. Genau. Also das ideale Werkzeug, wenn man sich herrichten muss. Für alle Gegebenheiten, für alle Untergründe auffindbar. So. Alle weg. Alle weg. Und jetzt haben wir noch einmal 9 Stück. Das ist auch ein 10er-Set. Ich gehe mal davon aus, dass es ziemlich ähnlich ist wie das gerade eben. Nur, da hat der Griff wunderschöne Farbe hier. Nummer? 4327. So. Oh nein, was ist denn das? Die sind etwas kürzer, muss ich hier berichten. Oh, die sind kurz. Die passen auch überall rein. Das finde ich jetzt cool. Das ist für die Reise. Das ist ein Reiseset, genau. Also, wir haben hier auch wieder... Moment. Wir haben hier, die sehen nämlich so bunt hier aus, 5 Pinsel schmal, klein. Und dann haben wir aber jetzt hier 5 richtig dicke. Die haben einen ordentlichen Griff mit dabei. Ui. Ein spitzer, dicker Pinsel. Dann haben wir hier den abgeschrägten dicken Pinsel. Den runden. Ja, damit guckt man besser in die Ecken rein, der ist noch schräger abgeschrägt. Und ein ganz flacher, zum punktuell wahrscheinlich hier. Also, 5 kleine Pinselchen. Noch 3 Stück. Und die letzten 3 hier. 5 dicke, fette Pinsel. Und es geht nämlich gleich weiter aus der Kosmetik-Ecke. Wir haben nämlich Kosmetik-Organizer. Also so sehen die hier aus, die Pinsels. Dicke und dünne, jeweils 5 Stück. Und wir haben gar nicht mehr viele da. Noch 2. Noch 2 Sets. Für den Schnapperpreis von wie viel? 5 Euro. Also das ist unglaublich. Wenn ich Werkzeug kaufen gehe, ist das um einiges teurer. Noch 1. Okay. So. So, dann hole ich schon mal das nächste. Und zwar haben wir hier einen 360-Grad-Rotation-Kosmetik-Organizer mit der Nummer 4344 und mit der Nummer 4345. Was haben wir jetzt hier? Schaut mal hin auf das Bild. Und zwar ist das ein Rondell-Kosmetik-Organizer, wo man oben das Werkzeug reinmacht und unten die Chemikalien. Wie beispielsweise Make-up-Entfernung oder so irgendwas. Warum steht jetzt dann draußen? Ausdreh. Was haben wir hier? Ja, das ist ein Conditioner. Den muss ich aber aufbauen. Der kommt daher, das ist wie so ein Kassettenrundell, aber halt für Kosmetik. Das ist schon mal passiert, das ist nicht gut. Da kann man die ganzen kleinen Utensilien, die man da braucht, für die Schönheitsreparaturen, einfach reinmachen, Nagellack und alles Mögliche.
Und was kostet sowas denn eigentlich? 10 Euro. Nur 10 Euro, wie viel haben wir denn von den gelben? Also von den gelben haben wir 20 insgesamt und von den lilanen haben wir jetzt noch 3, 2, 1. Ich zeige mal das Gelb, das ist gar kein richtiges Gelb, sondern das ist hier, wie soll man das sagen, das ist ja transparent. Also lila sind alle weg. Okay, und das ist ja transparent Gelb, also. Ja, deswegen, du musst auspacken. Weil sonst bin ich ja gerade dabei. Achtung, ich baue es jetzt mal pro forma so ein bisschen zusammen. So sehen die hier aus. So. Und dann muss man noch den Deckel oben drauf setzen und den Fuß. Und dann kann man hier verschiedene Höhen einstellen und kann die ganzen Kosmetika da einbauen. Alle Produkte, die hinten zu sehen sind, kommen heute noch dran. Keine Sorge. Oh, wie spät ist denn eigentlich? Oh Gott, ich muss ein bisschen Gas geben. 7:07. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen verschätzt hier. So. So sieht es hier aus, das Rondell. Also zusammenbauen tust du jetzt tatsächlich nicht. Nee, das wäre zu aufwendig hier. Aber hier, so sieht es aus. Und die Farbe habe ich euch ja gerade gezeigt. Also Kosmetikrondell Organizer hier in gelb transparent für schlappe 10 Euro. Okay, dann tun wir das mal weg. Ah doch, jetzt. Oh, zeig's. Ja. So, wir hoffen, dass wir alle Produkte zeigen können. Unter Umständen kriegt man nicht alles hin. Aber. Nächste Woche. Ach so, darf ich es verraten? Das ist offiziell. Okay, ich kann es offiziell verkünden. Nächste Woche ist wieder Mittwoch. Live-Shopping-Mittwoch bei den Retouren-Kings. Nächste Woche, wir wollen das jetzt durchziehen, dass wir vielleicht jeden Mittwoch Live-Shopping machen. Also nächste Woche ist schon mal sicher. Es kommt auch immer darauf an, ob wir einen Babysitter kriegen. Aber nächste Woche auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, ob wir den guten Lauf beibehalten können. Hätten wir nämlich schon 3 in Folge. Oh, auch um 18 Uhr? Nee, 17 Uhr sagen wir da, glaube ich. Oder 17 Uhr. Kommen wir mal eine Abstimmung. 18 Uhr oder 17 Uhr stimmt man schon ab. Nächster Produkt. Nächster Produkt. Nächster haben mehr Artikel. Ah, so, das hört sich doch viel besser an. Wir machen weiter mit Kosmetik Organizer. Das hält mein Konto nicht aus, schreibt Maybrit. Ach komm, wir haben doch ganz kleine Preise hier. Und zwar haben wir hier die Nummer 4342 für 5 Euro. Und zwar ist das ein Kosmetik-Organizer für die Schublade. Also ich im Bad habe beispielsweise eine coole Schublade zum Ausziehen. Das ist übrigens ganz transparent. Wir haben transparent, wir haben braun, wir haben grau und wir haben rosa, glaube ich, angehaucht. Die kann und ich jetzt zwar, aber nicht alle oben reinhauen. Also jetzt hauen wir erstmal die hier transparenten rein. Für 5 Euro Kosmetik-Organizer. Einfach in die Schublade reinstellen, dann könnt ihr hier eure ganzen Waffen, was ihr da braucht, Farben, Lacke, Tinkturen, alles reinmachen. Ihr könnt den Einsatz hier rausnehmen, separat stellen, habt es immer ordentlich aufgeräumt, ihr findet euer Zeug, wie ihr es braucht. Und dann. Und man kann es auch in der Spülmaschine sauber machen. Wenn man das möchte, genau. Aber Spülmaschine geeignet steht, das wird auf der Verpackung drauf, aber das ist ein Geheimtipp von meiner Frau, weil die das auch immer so macht wahrscheinlich. Wir machen am Wochenende auch mal irgendwann wieder ein langes Live, definitiv. Aber jetzt erstmal versuchen wir die kurzen unter der Woche für euch zu machen. Interessiert sich irgendjemand hier für meine Kosmetik? Ja, es sind schon 2 weg. Oh, 2 Kosmetik-Organizer. Also ich liebe ja so Sortimentskisten. Und Maus, hast du auch so eine Sortimentskiste bei dir zu Hause? Ich habe auch sowas. Echt? So schön. Aber so schön tatsächlich. Und du hast bestimmt auch weitaus mehr bezahlt, oder? Was hast du bezahlt dafür? Ja, ich glaube so 17, 18 Euro, glaube ich. Das ist ja 5 Euro ein absoluter Schnapper. Ja, absolut. Warum biete ich vielleicht alles so günstig an? Das Ding ist immer das, wenn ich immer wüsste, wann wir sowas reinbekommen, dann würde ich mir es mehr aufsparen, Dinge zu kaufen, aber... Okay. Ja, also, Badepads... Also, die meisten sagen eigentlich 18 Uhr. 18 Uhr, dachte ich mir auch. Ist schon viel geschickter, gell? Ist schon mal daheim, hat vielleicht schon was gegessen oder kann beim Essen den Retourenkings zuschauen. Vielleicht schlägt es auch den einen oder anderen auf den Magen. Das ist letzte Zeit. Achso, ist noch eins übrig? Ein Pinselset ist noch übrig. Und das ist das Coole. Achtung, jetzt kommt nämlich der Clou in der Sache. Die stelle ich nämlich da alle rein. Oh, das, ich würde das lieben als Frau, würde ich das genau so machen. Die da reinstellen, in Reihe und Glied. Und dann kann ich mich beim Schminken, oh, welchen nehme ich denn heute? So sieht es nämlich dann aus. Welchen nehme ich denn heute? Oh, den vorderen Pinsel, den da vielleicht. Oder ich nehme den da hinten, den kleinen, schmalen hier. Kommt da immer drauf an, Anwendungsgebiet hier. Muss ich irgendeine tiefe Furche durchziehen oder habe ich eine ganz schmale Falte irgendwo oder will ich einen dünnen Strich ziehen? Irgendwelche Ausbesserungsarbeiten, großflächig, kleinflächig. Absolut cooles Teil hier. So, okay. Machen wir weiter. Dann machen wir kein Kosmetik mehr. Wie wäre es denn eigentlich mal mit einem Rasierer? Haben wir auch bloß noch einen kleinen Restbestand? Pinselbunt weg.
Okay, 43, 32. Da haben wir vier Stück für, was steht da für ein Preis drauf, Marc? 25. 25 Euro. Und zwar haben wir hier was Gigantisches. Und zwar haben wir hier einen Rasierer mit einem LED-Display. Da seht ihr ganz genau, mit wie vielen Umdrehungen und wie voll der Akku noch ist. Er hat eine Power von 5 Watt, 230 Volt Anschluss und ganz viele Aufsätze. So, das Ding mal raus. Liegt sehr wertig in der Hand. Ist noch nie ein Haar damit gekrümmt worden. So sieht er damit aus. Einschalten, war lang draufbleiben. Das Team von Vox ist noch da, ja. Man glaubt es kaum. Also wenn ich jetzt die Kamera rumdrehen würde, so sieht ein Kamerateam ja ganz genau aus. Die sind total abgeschafft, die armen Jungs. Die sind Sonntag auch schon den ganzen Tag. Die sind seit heute Morgen um 9:30 sind sie schon da. So. Die fleißig. Also hier haben wir den Rasierer, wo ich die Geschwindigkeitsstufen einstellen kann. Wir haben verschiedene Aufsätze, um mal wieder zum Thema zu kommen. Ist ein Rasierer oder ist ein Haarschneider? Also wohl als auch. Das ist das Tolle. Ich bin ja so ein Sparfuchs. Ich habe nämlich so ein Ding auch zu Hause. Ich gehe auf Null. Ich gehe auf Null, rasiere mir den Bart. Und dann tue ich es nachts nachrasieren. Spare ganz viele Klingen. Ist viel besser. Du fuchst du. Ja, also es ist dabei die wunderschöne Ladestation, da wo man das Gerät mit aufladen kann. Dann sind verschiedene Aufsätze dabei, natürlich 0 mm, wenn man gar keinen Aufsatz drauf hat, oder 1,5 mm oder, was haben wir denn hier? Achso, gibt es auch extra noch was für die Koteletten, dass man die Koteletten damit schneiden kann. Also es sind viele, ganz viele Aufsätze dabei und der Clou ist natürlich hier dieses Display, ich hoffe, sieht man das Maus? Ja. Display, wo man hier dann die Geschwindigkeit einstellen kann. Bis 7000 Umdrehungen hier geht das Ding ab. Da guckt man wirklich durch alle Haare durch. Noch zwei Stück sind da. Ja, also aus. So, also wunderschöner Rasierer. Kann ich noch, vielleicht kann, ein Pinselchen, Ölflasche ist natürlich mit dabei zum Reinigen. Ich guck mal, was ich da ablesen kann an den Aufsätzen, ob es irgendwo steht, was für Aufsätze dann dabei sind. Super professionelle Schneide, Highspeed-Motor, sagt er hier, Lithium-Ionen-Batterie, Charging-Time 3 Stunden, Working-Time 240 Minuten, was ziemlich das gleiche eigentlich ist, oder? Ne, halb 4 Stunden kann man damit arbeiten und 3 Stunden braucht man. Wann wird Vox ausgestrahlt? Wir vermuten so April, Mai, circa so um den Dreh. Wann wird denn Vox ausgestrahlt? Genauen Termin geben wir über die sozialen Medien, über Facebook, retourenking.de oder @retourenking auf Instagram oder TikTok @retourenking. Ja, hinter, da unten, wo man nicht hingucken kann, haben wir extra Instagram versteckelt. Aber ganz ehrlich, wir geben uns wahnsinnig viel Mühe für unseren TikTok-Kanal und für unseren Instagram-Kanal und auch auf Facebook in die Gruppe. Bitte schaut doch mal vorbei, auf Instagram heißen wir @retourenking. Wir würden uns super mega freuen. Und Achtung, jetzt kommt, oh Gott, ganz unwichtige Nachricht. Achtung! Ich habe jetzt auch wieder einen Account. Ich bin auch wieder online. Die sperren sie doch gleich wieder wahrscheinlich. Ach so. Weil du so verboten gut aussiehst. Gerade noch hier die Kurve gekriegt. Alles klar, der Das kommt die letzte Minute auf. Ach so, was nächstes Produkt. Ja, komm, jetzt machen wir. Tun wir die Leute nicht länger auf die Folter spannen, oder? Ja. Okay, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ja, okay. Oh. 42,91. Ein Einzelstück haben wir beim Aufräumen im Büro gefunden. So was total verrückt. Kostet im Laden irgendwas, egal wo man guckt, irgendwas zwischen 600, 700, 800 Euro. Ist nirgends erhältlich. Aktuell gibt es eins für 550, ist aber nicht verfügbar. Und man was kann kostet denn bei uns? 500. 500. Wir haben hier eine 825 GB Go-Version der PlayStation 5 und die ist wirklich verkauft. Okay. Ich wollte sie mit nach Hause nehmen. Ich wollte was soll ich sagen? Okay, gut. Was haben wir denn noch? Komm, machen wir mal hier weiter. Ach so, machen wir mal hier. Die 4381, da haben wir Mega Drive Sega 8-Button Arcade Pad Game Controller für schlappe 5 Euro, sind 2 Stück da. Neuware unaus.